Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst zur Ministerin. Was Sie gesagt haben, war rhetorisch interessant. Sie haben so getan, als würden alle mitspielen. Sie haben also die erwünschte Einstellung unterstellt und dann Kritik im Lob aller Beteiligten erstickt. Das nehme ich sozusagen mit als Trick. Das kann man mal machen, wenn man in so einer Situation ist, wie Sie sich befinden. Im Übrigen haben Sie wie vorhersehbar reagiert. Sie haben einfach überzogene Maßstäbe angemahnt, mit einer völligen Übervorsicht hier argumentiert. Und das erinnert mich an etwas, was ich mal im Zusammenhang mit der Diskussion über Atomkraft von einem Italiener über die Deutschen gehört habe. Und zwar hat der gesagt, die Deutschen leben in der ständigen Angst vor dem Blumentopf, der ihnen auf den Kopf fallen könnte. So viel dazu. Jetzt zu Frau Pehle, wir wollen nicht das Lüften abschlafen. Nee, Lüften ist schon sinnvoll, sollte man schon immer wieder mal tun. Das Zwangslüften alle 20 Minuten bei Kälte, das überhaupt nichts bringt, außer dass sich unsere Kinder erkälten, das wollen wir abschaffen. Wir sind auch an die FDP gerichtet, die einzig wirklich liberale Kraft in diesem Landtag, denn wir setzen beim Impfen auf Freiwilligkeit. Wir wollen den Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu schützen. Wir wollen ja Impfen nicht verbieten. Jeder, der glaubt, sich schützen zu wollen, der soll das doch tun. Aber wir sind eben gegen diesen Druck und gegen diese Impfpropaganda und vor allem, wenn es um die Kinder geht. Und jetzt zu Herrn Lippmann. Sie wollen doch gar nicht zurück zur Normalität. Ich habe doch Ihren Antrag diskutiert beim letzten Plenum. Was Sie wollen, ist einfach die forcierte Fortsetzung des Corona-Systems, womit man einmal wieder sieht, dass die Linken überhaupt keine echte Opposition sind. Sie sind eine Scheinopposition. Sie sind eine radikalere Variante der Regierungspolitik und mehr nicht. Und jetzt zu der Sache mit unserer Anfrage. Ja, wir wussten schon das, was wir wissen mussten, um diesen Antrag zu spielen. Diese Anfrage zielt auf die Zukunft, denn leider müssen wir davon ausgehen, dass das Thema nicht vorbei ist. Und seien Sie sicher, es werden noch mehrere Anfragen kommen und es werden auch noch Anträge kommen. Wir werden dieses Thema, solange die Bürger dadurch belastet werden, werden wir dieses Thema ja spielen, darauf können Sie sich gefasst machen. Und zu den Grünen, ja, die Inzidenzen. Wissen Sie, was sagt eine Inzidenz aus bei Kindern, wenn die Kinder nicht auf den Intensivstationen landen und wenn sie nicht ernsthaft erkranken, dann sind Inzidenzen doch einfach nur irgendwelche Infektionen, die aber ungefährlich verlaufen und insofern kein Grund, irgendwas zu unternehmen. Und jetzt zur CDU mit ihrer rein hypothetischen Argumentation, die auch ungültig ist und nicht valide. Niemand, wenn wir jetzt ehrlich sind, weiß niemand, wie die ganze Geschichte verlaufen wäre, wenn man diese Einschränkungsmaßnahmen nicht getroffen hätte. Aber alle Indikatoren weisen darauf hin, dass es nichts gebracht hat. Wenn Sie sich die Verläufe der Inzidenzen anschauen im Winter 2021, dann sehen Sie ganz klar, dass Ihr Lockdown überhaupt nichts gebracht hat, sondern unabhängig von den Lockdown-Maßnahmen die Inzidenzen auf- und zunehmen. Was wir allerdings haben, ist eine saisonale Entwicklung, dass es im Winter halt nach oben geht und im Sommer nach unten, unabhängig davon, was getestet wird und unabhängig von den Masken. Es handelt sich also um eine ganz gewöhnliche Erkältungskrankheit. Vielen Dank.